Hallo Mädels, ich bin verliebt in den Bestseller ein ganzes halbes Jahr und das hat mich auf die Idee gebracht, dass ich euch ein passendes Design dafür zeige. Ihr benötigt dafür einen Base- und Topcoat sowie einen weißen, schwarzen und roten Nagellack. Des Weiteren braucht ihr wieder mal eine Ablage, ein Schwämmchen, ein Dotting-Tool und einen Zahnstocher. Schon kann's losgehen. Nachdem ihr euren Basecoat aufgetragen habt, tragt ihr euer Weiß in zwei deckenden Schichten auf und lasst es gut durchtrocknen. Danach nehmt ihr euch euer Schwämmchen und euren schwarzen Nagellack, den ihr auf eure Ablage tropft. Den Schwamm taucht ihr dann in die Farbe und betupft damit die Spitzen eurer Nägel. Die Patzer am Nagel entfernt ihr mit einem einfachen Ohrenstäbchen, der in Nagellackentferner getaucht ist. Wenn ihr das geschafft habt, kommen wir zu den Mohnblüten. Dafür braucht ihr natürlich euren roten Nagellack und die Ablage, worauf ihr ihn tropft. Mit dem Dotting-Tool geht ihr dann in die Farbe und zeichnet damit auf eurem Nagel vier kleine Striche, die sich in der Mitte treffen. Die müssen auch nicht symmetrisch sein, denn solche Mohnblüten sind es ja schließlich auch nicht. Das macht ihr dann auf jedem Nagel außer eurem Daumen. Dann nehmt ihr euch wieder euren schwarzen Nagellack und fügt mit dem Dotting-Tool in der Mitte der Blüten einen schwarzen Punkt hinzu. Auf dem Daumen habe ich versucht, Will und Luisa mit ins Design mit einzubringen und male mit dem Zahnstocher ein W und ein L in Schwarz nebeneinander. Dazwischen soll dann ein Herz kommen. Das schafft ihr, indem ihr mit eurem Dotting-Tool zwei Punkte nebeneinander macht und sie dann nach unten hin miteinander verbindet. Hier seht ihr, dass es mit einem Plus dazwischen auch geht. Meiner Meinung nach sieht es auch besser aus und es ist auch einfacher.
aber das könnt ihr ja selbst entscheiden. Zuletzt kommt dann noch der Topcoat drauf und das Design wäre fertig. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!